Antworten, die du suchst, sind hier. Bring sie heim. Wie geil! Oh, wie schön! Wie bei Diablo 1 damals! Gesegnete Akkarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich, wandle ich auch auf dunklen Pfaden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Gesegnete Akkarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Ruhe! Wandle ich auch auf dunklen Pfaden. Halt's Maul! Sie haben uns gewittert. Rennt! Blizzard Entertainment präsentiert. Vergiss ihn! Du musst durchhalten. Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben! Er muss aber... Gesegneter Akkarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Sieh mich an! Gesegneter Akkarat. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen nah. Nein, Ich wollte doch nur antworten. Sie kommen! Ich weiß. Na los. Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen! Licht, steh mir bei. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Das Blut zeigt... Ich verstehe es nicht. Blut, das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Was? Ich brauche zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also, hier steht, das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Es klappt! Wir müssen ihm helfen! Der ist geliefert! Als Film. Wirklich jammerschade. Kopf hoch, was soll's? Wenigstens müssen wir das Gold nur noch dritteln. Lieber als Serie, dann hat man mehr davon. Lieber eine Serie. Es muss hier irgendwo versteckt sein. 10 Staffeln. Lies das. Oh. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Preiset. Die Schöpferin. Oh. Preiset die Tochter. Oh nein. Nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Krieg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Und Blut.
ist der Schlüssel. Gesegneter Akkarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich, wandle ich auch auf dunklen Pfaden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deine Erlösung aus dem Abgrund. Mit Dreien sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Komm. Akkarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Mit Dreien. Sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Die Tochter des Hasses. Die Schöpferin. Sanctuarius. Preiset. Lilith. Arctic Warrior Staffel 2. Gebenedeite Mutter, erlöse uns. Ich bin schon raus. Alter. Das Video war, glaube ich, bekannt. Ne? Also ich kannte das schon. Ich weiß gar nicht, was stückweise war oder ob man das schon komplett gesehen hat. Ich weiß nicht. Aber Alter, ich will unbedingt, ich hoffe, ich erlebe noch den Tag, an dem Blizzard irgendwann sagt, yo, wir machen zu Diablo eine animierte Serie in der Qualität. Bitte, bitte, bitte ja. Oder zu Warcraft. Beides ist möglich. Warcraft ist dann ein bisschen bunter, glaube ich. Diablo wäre ein bisschen düsterer. Ich würde Diablo bevorzugen, weil einfach, dieses düstere Setting und so, ich liebe es. So,
Diablo 4, ich habe Angst, ich bin nervös, ich bin gespannt, ich bin erfreut, ich habe mich nicht gespoilert, ich habe keine Ahnung. Wir haben die Lore zusammen gesehen, wir wissen jetzt alles über Diablo, über die Welt von Diablo. Ja, ich sitze hier schon, sieht aus wie, hä? Sieht aus wie Tobi. Oder, ja, ich guck mal. Hier Barbarin, Totenbeschwörerin, Zauberin, Jägerin, Druide. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, Druide würde mich schon interessieren. Vielleicht, weil ich mich da auch ein bisschen wiedererkenne. Ich habe keine Ahnung. Aber andererseits, Barbar ist halt immer so ein bisschen, ne? Mächtige Krieger, die auf rohe Gewalt setzen, um ihre Gegner zu bezwingen. Barbaren können im Kampf aus einem breiten Waffenarsenal wählen, damit sie für jede Situation gewappnet sind. Berserker-Modus, Blutung. Ich habe sonst immer Barbar gespielt. Immer. Aber... Totenbeschwörer wäre... Nein! Nein, wollte ich nicht nehmen! Wollte ich nicht! Wollte ich nicht. Ich wollte nicht jemanden zurücklassen. Ach so, aber ich kann schon mal... Ach so, jetzt ist hier... Aber... Barbar, Totenbeschwörer, Zauberin, Jäger... Ach so, das ist immer random. Wie clever. Ja, dann gucke ich mal ganz... Ich gucke mal ja ganz kurz alle durch hier. Warte mal. So, Körperbau wählen und anpassen. Ich wünsche, das könnte ich RL. Das wäre sehr schön. So, warte. Dann Totenbeschwörerin. Schauen wir da nochmal. Haben wir, hab ich gerade weggeklickt. Ich schau mal. Du rennst in Kämpfen noch gerne erstmal weg. Was mache ich? Ich suche einen strategisch geeigneten Ort, um Übermächte zu bezwingen. Das mache ich. Ich kämpfe wie die 300. Ja, ich laufe nicht blind in mein Verderben. Ich gucke erstmal, aha, wo würden die mir weniger gefährlich werden? Und dann, ne? Oder im Weglaufen dezimieren. Natürlich. So, Körperbau wählen und anpassen. Ich schau mal kurz. Dann hier Zauberer. Rin. Zaubererin. Zauberer immer so ein bisschen wie Servietten. Halten nichts aus, machen viel Damage, ne? Mit denen rennt man auch oft weg. Aber man macht sehr viel. Ich glaube, die Mages haben immer irgendwie die geilsten Animationen. Das ist das Gemeine. Ich finde, da sind die Barbaren und so immer so ein bisschen im Nachteil, weil die Magier haben immer fancy Effekte, weißt du? Barbar immer so und die Magier immer huu, piu, 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 so schöne Effekte mit rein. Der Jägersmann oder Frau oder Divers. Aha, auch sehr schön, ja. Und dann hier noch die Druiden, Schrägstrich der Druide. Augen leuchten, finde ich jetzt schon mal sehr sympathisch. Ich glaube, ich probiere mal... Soll ich Druide ausprobieren? Ich lese mal kurz, was bei Druide so los ist, ja? Weil ich muss auch mal was Neues probieren. Ich kann nicht immer nur was machen. Ich kann mich nicht immer nur in meinen Bequemlichkeitszirkel begeben. Hier, Druide, Druiden. Die flexiblen und widerstandsfähigen Druiden nutzen die Kraft der Natur, um das Leben zu schützen. Druiden können sich in listige Werwölfe und mächtige Werbären verwandeln, um ihre Gegner zu bekämpfen. Wer sich lieber auf Zauber verlässt, kann mächtige Erd- und Sturmmagie aus der Ferne entfesseln. Werwolf? Werwölfe sind brutal und geschickt. Sie profitieren stark davon, ihre Angriffsgeschwindigkeit zu erhöhen und Gegner kritisch zu treffen. Werbär ist eine Urgewalt auf dem Schlachtfeld, da er großflächigen Schaden verursacht. Und dabei unglaublich schwer auszuschalten ist. Ich fühle mich angesprochen. Sturm. Beschwört einen Sturm herauf, um Blitze auf eure Gegner niedergehen zu lassen oder sie mit mächtigen Windstößen wegzufegen. Ja, komm, ich mach einfach den Druiden. Wenn Leute den Druiden nicht mögen, spielen die wenigsten Leute Druide, also spiele ich einen. So, ich fühle mich da zu Hause, ich wähle den. Wir machen das einfach mal. Wir gehen da einfach rein. So, Körperbau wählen und anpassen. Ich spiele einen männlichen Druiden. So. Ah. Mal gucken, fertigstellen. Ich würde aber gerne anpassen. Ich schau mal kurz. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Das ist meine Hautfarbe. Aber das Leben auf den Feldern hat mich natürlich hart werden lassen. Kann ich reinzoomen? Ich kann auch reinzoomen, sehr schön. Ah, das ist Pans Augenfarbe. Das hier, ich glaube. Ja, ich glaube, da sehe ich mich ein bisschen. Ja, ein Char-Editor, ihr wisst, was das heißt. So, Gesichtsvariation. Ändert, glaube ich, nicht so viel für mich. Die Haare, Frisur. Da ist die Frisur auf dem Rücken. Okay.
Kann ich hier vielleicht mit einem Kamm durchgehen und dann irgendwie was Neckisches draus machen? Oder vielleicht mit so einem Lockenstab, eventuell in so einem fashion Sommerlook? Das sehe ich da einfach. So, warte. Ich guck mal kurz. Ja, na gut. Ja, okay. Eigentlich nice. So ein Tobi sehe ich da einfach. So. Ja, das ist meine aktuelle Frisur. Meine Frisur heißt, geh nicht zum Friseur. Das ist mein ganzes Geheimnis. Und so sehe ich bald aus, wie Jack Black. Kann nicht mehr lange dauern. So. Gesichtsbehaarung. Aha. Das ist ein bisschen Eos-Andy. Ja. Das ist ein bisschen der kritische Zollinspektor. Wenn du mal wieder was zu verzollen hast, ist es der Typ. Ich muss mal kurz was testen. Und jetzt sehe ich aus wie ein römischer Adliger. Weiß ich nicht. Ob ich die Haare behalte, weiß ich noch nicht genau. Warte mal, Gesichtsbehaarung, Augenbrauen immerhin. Boah, soll ich den machen einfach? Also ich meine, solange man noch Haare hat, soll man die ruhig zeigen, ne? Eigentlich das hier, eigentlich voll geil. Eigentlich ist es so schon nice, ne? Also ich sehe den Tobi einfach. Sieht aus wie du? Nein, ich hab nicht. Nein, das ist eher so der Tobi gerade. Tobi und ich unterscheiden uns nur dadurch, dass er keine Haare hat. Also freiwillig. Rasiert halt, ne? Und ich bin verzweifelt, ich lasse sie einfach wachsen, solange ich noch welche habe. So, die 5 ist auch geil. Ja, aber ist nicht so meins. Ich glaube, ich mach so. Länge Haare finde ich besser. Aber ich mag... Sag mal, wenn ich die Haarfarbe wähle, werden die ja auch davon? Nee. Das sind nur die Haare auf dem Kopf. Okay, schade. Ich habe gedacht, die Körperhaare vielleicht auch, aber... Oh Gott, Gift. Das sind aber weirde Haarfarben. Ich glaube, ich bleibe bei Schwarz einfach, ne? So Standard. Wehe, einer sagt was. So. Ich mach so. Kurz hier nochmal gucken. So. Accessoires. Schminke. Ja, nice. Oh, sehr cool. Ein bisschen over. Das sehe ich irgendwie. Okay. Schon ein bisschen keck, oder? Aber tatsächlich würde ich das hier so ein bisschen dezent. Aber ich mag das hier halt auch gerne. Das finde ich auch nice. Aber ich finde das Dezente fast noch nicer. Halloween-Gronk. Ja, stimmt. Das ist mein Halloween-Make-up. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde das hier eigentlich schon nicer. Weil es ein bisschen dezenter ist. Schmuck. Oh, Nasenring. Sehe ich einfach. Wo ist ein... Okay. Boah, ist schon... Schon nice. Okay. Ohrringe. Na. Ich geh mal ganz kurz alles durch. 33 Optionen gibt's nur. Warte. Ich würde sagen, was mit Silber, ne? Gold ist ein bisschen zu over, auch wenn wir viel Gold sammeln, aber ich sehe was mit Silber. Teller in den Ohren sehe ich auch nicht so richtig. Ich glaube, das gefällt mir. Es ist auch dezent. Wir haben kleine Vogelschädel in den Ohren. 21 war stark. 21 wird sich mehrere Leute sagen. 21. Guck mal kurz, was waren 21? Ja, okay, das geht auch. Das würde ich auch nehmen. Das geht auch sehr gut. Stabiler Bruder. 29 lese ich auch gerade. Warte. Ja, nee, da bin ich eher bei... Das sieht aus, als hätte der im Büro mit den Heftklammern gespielt. Ich glaube, ich bleibe bei der 21.
Ich glaube, die 21 ist es. Ich glaube, die mache ich einfach. Sieht auch nice aus. Damit kommt er auch nicht durch den Zoll am Flughafen. Ne? Das ist vorbei. Ich mache das mal. Dann haben wir noch eine Bemalung. Achso, ich dachte gerade, das ist eine Bemalung. Ist aber einfach durchgestrichen. Boah, Alter. Hä, das ist voll cool. Okay, Farbe der Bemalung. Oh, frisches Blut. Warum sollte sich denn jemand mit frischem Blut... Ich meine, warum... Das ist nice. Aha, aha, aha. Sieht aus wie ein Jackett einfach. Warum sollte sich denn jemand mit frischem Blut einschmieren? Ich meine, da würde ich auch mal... Steht da Hitler? Nee, ne? Hier auf der Stirn, meine ich. Das war das Erste, was mein Kopf gelesen hat. Man ist einfach dieser Dauerbestrahlung der Nachrichten ausgesetzt. Ich glaube, das sollten wir vielleicht nicht machen. Sieht cool aus, ja, aber sollten wir vielleicht nicht machen. Sonst wird hier wieder Folge gesperrt. Warum dreht er sich eigentlich die ganze Zeit? Hui! Hurra! Hui! So, warte. Jetzt bleib doch mal... So. Der hat schon wieder gedreht. Warte, jetzt bleib stehen. Okay. Das mit der Hand ist schwierig. Das mit der Hand ist schwierig. Das mit dem Blut finde ich noch ein bisschen komisch. Ich weiß, ich glaube, ich nehme komplett schwarz wie so ein Tattoo. Ich fand das hier eigentlich ganz cool. Und ich fand auch, ja, na gut, geht eigentlich. Ich fand das ganz cool, dass er auch im Gesicht ist. Ja, wir können auch rauszoomen, aber dann sieht man auch nicht mehr. Also ich bin ein bisschen unsicher, was wir da nehmen. Das ist eigentlich auch ganz nice. Gestochenes Tattoo. Ja, das mache ich so, ne? Ich will mich nicht zu lange dran aufhalten, aber ich tue es bereits. Das mit der Hand im Gesicht finde ich irgendwie weird. Das sieht aus, als hätte er gerade eben eine Abfuhr bekommen. Von der eigenen Mutter. Ich nehme das. Oder? Ich nehme das hier. Manche Sachen sehen ein bisschen aus, das hier zum Beispiel, als wäre er besoffen eingeschlafen und seine Kumpels hätten ihn bemalt. Ja, aber das ignorieren wir. Aber ich mag das hier mit dem Auge. Ich mag das hier. Und hier ist noch eine Geheimbotschaft. Ist schon ganz cool. Finde ich nice. Hardcore lassen wir mal. Zeichen der Name. Der Name ist, oh, mal gucken, ob das geht. Oh, schade. Musculus Supplementus geht nicht. Hunderk. Naja, Bronco. Bronco ist es. Oder soll ich Bronco machen? Soll ich Bronco machen? Einfach Bronco? Meier Bronco. Unser Nachname ist Regelt. Schade, geht nicht. Bronco Regelt. Aber das geht leider nicht. Aber dann muss ich ihn so schreiben, leider. So, Spiel starten. Warte mal, ich mach mal kurz den hier. Zünfrig, Tadik, Lorkan, Annan, Kildrigan, Phylian, Colin. Kela, Kilak, Aengus, Tamon, Bovden, Tuol, Zünfrig, Bronco. Immer Bronco. Spiel starten, let's go. Was? Ja, lass mal zu. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen.
Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Den kennen wir noch. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarius sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Das klingt ja schon mal optimistisch. Das Pferd ist animiert, dem geht's gut. Oh, dem Pferd ging's nicht gut. Ich glaube, es war krank. Gesunde Pferde sehen so nicht aus. Atmet schwer. Ich keuche und atme immer noch schwer, weil es jetzt losgeht. Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. Ja, das sollte ich. Bin ich hier okay? Kann ich hier sein in der Ecke? Sind hier keine Infos? So, Steuerung üben, yo, wie immer, wie damals, geil. Ranzoomen, geil. Rauszoomen, geil. Alles geil. Bewegung hilft. Ja, warte. Jetzt erstmal gucken. Eine bessere Zuflucht. Ich schau mal kurz auf die Minimap. Ich muss eigentlich nach oben rechts, aber ich gehe mal kurz zurück. Oh, war das mein Pferd? War das gerade mein... Das war mein Pferd. Ich bin aus Versehen über mein Pferd gesteuert. Es ist weg. Ich mache den gleichen Fehler wie damals immer zu Anfang bei Diablo 1 und 2. Ich klicke meine Maus tot. Ich muss gedrückt halten. Ah! Ja! Das sind doch ganz viele Pferde. Das waren gar nicht meine Pferde, das waren irgendwelche Pferde. Da bin ich beruhigt. Oh, geil. Warte. Frostiges Steingrab. Achso, die sind schon tot. Ich wärme mir kurz die Füße, ja?
Hohler Baum. So. Ich würde sagen, wir suchen Obdach in einer nahen Stadt. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Die Stimme ist zu freundlich. Ja, so. So, einmal mal der Anweisung gefolgt. Viele Wagen. Kann ich das Fell abziehen und verkaufen? Die müssen noch langsam checken, dass wir die halt echt wegprügeln. Hier ist nichts, schade. Boah, geil. Ich habe gerade das angefangen. Wieso wackelt die Cam so? Ja, weil ich meine Maus penetriere natürlich. Ich habe gerade das angefangen und ich habe Bock drauf. Das letzte Mal hatte ich so Bock drauf auf so ein Game, das war Grim Dawn. Boah, die Musik ist auch so nice. Nee, du bist mal ruhig. Wenn ich loote, loote ich. Nicht Forest 2. Nein, auf den Hackenslay meine ich doch. Ich meine doch einen Hackenslay und ich bin da eigentlich sehr wählerisch immer. So, hier. Wieso rasten hier so viele Leute, wenn es hier so viele Wagen gibt? Also Wagen. So. Gut, rasten ist relativ. Die sind inzwischen etwas rastlos. Ah, hier. So, ich sammle mal ein bisschen Gold, weil dann kriegen wir ein gutes Zimmer, ne? Oh, die sind eingefroren. Achso, das sind die Spuren da. Und ich lasse mir ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ihr seid damit okay. Ich werde alles erkunden, alles erforschen, mir alles angucken. Ich laufe die Levelränder ab und so weiter. Die Map ein bisschen ab und so. Ich werde mich auf keinen Fall hetzen. So. Die Glocke würde ich gerne. Wie fühlt es sich an für dich? Erotisch. Ich bin fast ein bisschen berührt. Ich wünschte, es wäre draußen dunkel. Das würde ich mir wünschen. Das fehlt noch ein bisschen zum Ambiente gerade. Eine weitere verlassene Stadt. Ach so, verlassen. Dämonen. Überall. Reißzähne in der Dunkelheit. Ah, er hat mich gebissen. Vorsicht, er ist wild. Oh, das Gitarrenriff gerade. Der Anfang vom Gitarrenriff, ich dachte gerade. Aber trotzdem. Oh. Hallo? Guten Tag, Oswin. Berg in der Dämmerung. Was geht hier vor? Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle! Töten uns alle! Ruin? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch. Nani? Könnt ihr ein bisschen schneller vielleicht? Etwas Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Ist gar nicht so verlassen hier, ne? Aha. Ja, dann bitte noch mal mehr Infos. Aha. Endlich etwas Schutz vor dem Sturm. Tut mir leid, es ist etwas eng. Das ist egal. Besser als eine Höhle. Hä?
Was könnt ihr mir über die Menschen hier erzählen? Alenta ist im letzten Winter etwas taub geworden. Ihr müsst vielleicht etwas lauter mit ihr sprechen. Das schaffe ich. Was ist das für ein Ort? Ah, unsere kleine Stadt ist nichts Besonderes. Aber sie ist unser Zuhause. Und was ist mit dem Mönch? Wir werden für ihn tun, was wir können. Vielleicht muss er aber erstmal im Schuppen bleiben. Er hat versucht, Oswins Finger abzubeißen. Ich würde gerne die Sprachausgaben ein bisschen lauter machen.